Feueralarm im All. Was passiert, wenn es in der Sojus-Kapsel oder auf der Raumstation brennt? Da merkt man dann doch, dass der Adrenalinspiegel hochgeht und der Puls. Und man weiß, ich bin jetzt hier in einem geschlossenen Raum, in einer Konservendose, wenn man es so salopp sagen möchte, und kann nicht einfach das Fenster aufmachen. Ich denke, eine Sache, an die ich mich erst gewöhnen musste, ist die Art und Weise, wie man eigentlich ein Feuer auf der Raumstation löscht. Ich war ja früher bei der Freiwilligen Feuerwehr und da löscht man eben so einen Brand, indem man wirklich reingeht und ja, Wasser drauf sprüht oder einen Feuerlöscher verwendet. Man geht direkt ran an die Flammen. Und eigentlich ist man vielleicht auch geneigt, dieselbe Strategie auf der Raumstation anzuwenden. Das ist aber nur in manchen Fällen wirklich die beste Strategie. Im Labyrinth der ISS gibt es Abertausende von elektronischen Geräten, die in Brand geraten können. Die größte Herausforderung? Bei einem Alarm den Fehler zu finden. Für jeden erdenklichen Notfall erlernen die Raumfahrer eine Prozedur. Alexander trägt als zukünftiger Kommandant die Verantwortung. Er muss vor allem dafür sorgen, dass die Crew gut funktioniert. Gleich drei weitere Astronauten sind bei diesem Training dabei. Jeden Handgriff müssen sie bei einem realen Feuer automatisch abrufen können. Wer ist wo? Die erste Frage bei einem Alarm. Ja, wenn man dann mal die Crew zusammen hat, an einem sicheren Ort, dann kann man sich beraten, dann kann man mit der Bodenkontrolle reden. Auf dem Weg dorthin kann man vielleicht noch eine Luke hinter sich schließen, um den Rauch einzudämmen und so weiter. Das sind alles Sachen, die man wirklich auswendig können muss. Auch wenn man nachts um 4 aufwacht und schlaftrunken ist, muss man das sofort können. Im Notfall ist die Hierarchie sofort klar. Der Kommandant entscheidet und delegiert. Auch für eventuelle Fehler der Mannschaft muss er gerade stehen. Was Alexander auszeichnet, ist Gelassenheit. Und die kann lebensrettend sein. Es gibt immer einen Plan A, B oder C. Und im Worst Case können die Astronauten in die abflugbereite Sojus-Kapsel steigen. Anfangen tut man eigentlich damit, dass man erstmal identifiziert, was genau brennt, wo brennt, und dass man dann einfach erstmal den Strom abschaltet, weil die mit Abstand wahrscheinlichste Ursache für so ein Feuer auf der Raumstation ist ein Kurzschluss. In irgendeinem Wissenschaftsmodul zum Beispiel oder in irgendeinem elektronischen Gerät oder ein Laptop, der brennt. Und wenn man dann tatsächlich ein offenes Feuer in der Kabine hat, vielleicht weil eine Laptop-Batterie Feuer gefangen hat, da kann man dann schon oder muss man dann auch in dem Fall einen Feuerlöscher verwenden. Aber das ist tatsächlich erstmal Lösung Nummer 2. Und wenn das auch nicht hilft, dann gibt es noch Lösung Nummer 3, und zwar, dass wir wirklich das ganze Modul abschalten. Und dann sollte eigentlich jegliches Feuer ausgehen, schon allein deshalb, weil in der Schwerelosigkeit eine Flamme sich nicht selbst weiter unterhält. Also ja, auf der Erde brennt ein Feuer, weil da die heiße Luft nach oben aufsteigt und von unten neuer Sauerstoff in die Flamme reingezogen wird. Im Weltraum funktioniert das nicht so richtig, weil es kein Oben und kein Unten gibt. Das heißt, eigentlich erstickt eine Flamme sich selbst, wenn es keinen Luftstrom gibt. Und das Erste, was tatsächlich auch passiert auf der Raumstation, wenn ein Feuer ist, ist, dass die Kabinenventilation abgestellt wird. Das heißt, so kann man eigentlich schon sicherstellen, wenn man dazu noch den Strom abstellt, dass ein Feuer sich selbst erstickt und dann irgendwann ausgeht. Teamwork ist alles. Jeder Brand unter Kontrolle.